Moin zusammen, ich bin Tobi vom Y-Kollektiv und ich habe letzte Woche die Reportage über den TC Freisenbruch veröffentlicht. Da ging es um einen kleinen Kreisliga-Fußballverein, der seit kurzem komplett von Online-Managern gesteuert wird. Und ich selbst habe mich da auch angemeldet als Manager. Und zu dem Thema habt ihr einige Kommentare geschrieben und auf einige von denen werde ich jetzt mal kurz eingehen. Und zwar hat S. geschrieben, also ich würde mir das als Spieler ja nicht geben, aber wenn die Spieler das wirklich gut finden und es positiv für den Verein ist, dann finde ich das gut. Ja, ich habe dann auch überlegt, ich war ja früher selber mal Kreisligaspieler, ob ich das cool fände, wenn ich nach jedem Training, nach jedem Spiel immer eine Note bekommen würde und das alles dann in die ganze Welt rausgeschickt wird an die Manager. Also ich fände es persönlich auch nicht so geil, für jedes Training benotet zu werden. Aber ich habe auch mit vielen Spielern gesprochen und die finden das gut. Für viele ist es auch ein zusätzlicher Motivationsschub, weil klar, man strengt sich natürlich mehr an, wenn man weiß, man wird benotet. Ja, dann hat The Uigur geschrieben, bei keinem anderen wird Untertitel gesetzt, außer bei dem Schwarzen, in dem Fall Steve Feind, der Abwehrspieler. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass er schwarz ist, sondern einfach nur, weil der Ton in dieser Sequenz nicht so gut verständlich war. Normalerweise, wenn ich Interviews führe mit einem Interviewpartner, geben wir dem Partner so einen Anstecker, so wie den hier, damit man seinen Ton besser versteht. Aber in dem Moment war es ein spontanes Interview, das ist recht schnell entstanden. Und da haben wir einfach so mit der Kamera drauf gehalten und deswegen war die Kamera mit dem Richtmikro etwas weiter weg. Deswegen konnte man ihn nicht so gut verstehen und deswegen haben wir es untertitelt. Das haben wir übrigens am Anfang im Intro auch mal gemacht und auch bei dem Ex-Trainer Mike Möllensieb in Teilen. Also damit hat das was zu tun mit dem Ton. Und Janis Sommer schreibt, eigentlich ist das ja eine mega geile Idee und wenn ich schon Geld verdienen würde, würde ich auch sicher daran teilnehmen, aber ich kann mir vorstellen, dass es extrem nervig ist, wenn einfach zufällig irgendwelche Spieler zusammengekauft werden. Das ist so, dass im TC Freisenbruch das nicht wirklich zufällig geschieht, sondern es sind Spieler, die neu dazukommen, sind meistens Spieler, die vorgeschlagen werden von irgendwelchen Bekannten, vielleicht auch vom Trainer, der die mitbringt. Und alle diese Spieler werden dann aber der Community vorgestellt und die Manager können entscheiden, wen sie in der Mannschaft haben wollen. Also die lernen diese Spieler auch schon kennen. Und die Verantwortlichen haben mir auch erzählt letzte Woche, dass die eventuell planen, im nächsten Jahr ein Casting zu veranstalten, sodass alle Leute, die wollen, vielleicht für den TC Freisenbruch auflaufen können in der Kreisliga. Und dieses Casting wird dann auch von den Managern bewertet. Bin ich auch mal gespannt drauf, vielleicht mache ich selber auch mit, mal gucken. Vielleicht bleibe ich auch selber Manager. Ja, und dann schreibt Janis auch noch, abgesehen davon, weiß ich nicht, ob man sich wirklich als Manager fühlt, da man ja logischerweise nicht immer seine Meinung durchsetzt. Das stimmt eigentlich, denn ich würde es auch gar nicht so wirklich als Manager bezeichnen, die Rolle, sondern eher als ja, mitbestimmendes Mitglied. Man kann mitbestimmen, was mit dem Verein passiert, allerdings wird das demokratisch abgestimmt. Man kann keine Alleingänge machen und alles selber entscheiden. Und deswegen passt das Wort Manager eigentlich nicht so gut, sondern eher ein mitbestimmendes Mitglied. Der TC Freisenbruch hat übrigens am Sonntag sein zweites Spiel gehabt zu Hause und haben sogar 3-2 gewonnen, also den ersten Sieg eingefahren. Ich habe es mir natürlich auch durchgelesen nach einem Spielbericht und die Videos mir angeguckt und ja, bleibt weiter dabei als Manager. Haben sich auch schon jetzt ein paar neue Mitglieder angemeldet und ich werde weiter verfolgen, wie es weitergeht mit dem Verein. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt mir einfach. Ich beantworte das dann bei YouTube oder Facebook. Bis bald!